Ich meine, klar, wenn man die Melodie nachgeht, aber bei so vielen Blöcken, also das ist schwer für mich. Kann ich da nochmal rein? Nee. Okay, was haben wir denn hier? Ach, wir haben da unten noch Fungi-Planes, oder wie hießen die? Fungi-Pit, genau. Da müssen wir auch noch rein. Okay, ich glaube, es geht um Pilze. Ich weiß nicht, wo ich da drauf komme. Was ist da oben? Nix, verdammt. Hätte ja sein können. Ich finde es auch sehr fair von dem Spiel. Oh, Mini-Pilz. Moment, den will ich haben. Und sterben. Sehr fair von dem Spiel, mich hier sterben zu lassen. Und, dass die Währung, also diese Sternenmünzen anscheinend eine Währung darstellen und kein, Weg, um die Sternenwelt freizuspielen oder so. Ich hoffe, dass das so ist. Kann natürlich auch der übelste Troll sein. Und, sein, dass man hinter die Sternenwelt freikaufen muss für Starcoins. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Auf jeden Fall keine Spoiler in die Kommentare, bitte. Gibt ja Leute, die glauben, ich wüsste nicht, wie Mario funktioniert. Aber das kann man in dem Hack ja wirklich nicht sagen. So. Außer ihr habt den Hack schon mal gespielt. Dann ist das was anderes. So. Jetzt als kleiner Mario, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wird einen Grund haben, dass ich klein bin. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich muss über den da drüber. Ach, ich springe zu früh. Scheiße! Ein Propellerhut wäre leichter. Das müsst ihr mir lassen. Ist ja nicht so, dass ich noch 1000 Leben hätte. Ich meine, 72 Leben sind auch schnell aufgebraucht. Vor allem bei mir. So, und nochmal. Und los. Ich möchte diese Sternmünze haben, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich drehe nicht durch. Hui. 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 Das kleine Mario ist die Kontrolle aber so scheiße. Weißt du? So, geht doch. Ach, was mache ich denn? Das war dumm. Warum mache ich das? Ich habe mich zu sicher gefühlt. Scheiße. Und weiter geht's. Wenn man einen Levelanfang schon dreimal gesehen hat, ist das ein bisschen deprimierend. Ich weiß nicht. Oder sogar viermal. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Könnt ihr mal sehen. Aber ich möchte, wenn dann auch hier so machen, wie das Level es mir vorgibt. Wahrscheinlich ist das nur ein Troll vom Level. Und erschwert mir nur alles. So. Oh, jetzt habe ich verkackt. Natürlich kommen da Flammen. Macht's mir halt noch schwerer. Oh Gott, das ist vorhin auch passiert. Okay, so bin ich vorhin gestorben. Der Pilz hat zu viel gewackelt. Ja, das kann ich ja jetzt knicken, ne? Oder treffe ich euch so? Ah, das geht sogar. Mahaha. Oh, okay. Okay. Ich darf nochmal klein werden. Das ist nicht so geil. Das heißt, die wollen nachher noch irgendwas von mir. So, jetzt kleiner Mario. Da unten zum Beispiel. Warum? Useless? Aber egal. Ich habe nichts gesagt. Oh, verdammt, nicht getroffen. Jetzt haben wir einen großen Pilz. Fände ich cool. Natürlich nicht. Oh Gott. Ich habe die Münze eh schon verpasst. Dafür brauche ich den. Ich hoffe, es ist die zweite. Jawohl. Gut, da geht's nicht lang. Ist hier was drin, was mich wieder groß macht.
Oder ist die dritte Münze auch nur machbar mit einem kleinen Pilz? Hep! Ich trau's dem Spiel zu. Das hier? Okay, nix. Oh Gott, das war knapp. Fall in deinen Tod, dankeschön. Hep. Und hep. Aha! Ein großer Pilz, oh mein Gott. Endlich. Jetzt muss ich mich ans Springen wieder gewöhnen. So, was gibt's hier? Ist da noch mehr? Nee. Da werde ich wieder gierig. Voll doof, dass man Panzer nicht mitnehmen kann. Voll doof. Wofür war der Exkurs jetzt? Nur für den großen Pilz? Damit ich sterben kann, war der. Damit ich sterben kann. Oh, wie hohl. Oh, wie dumm. Das war echt dumm. Was ist da unten links eigentlich? Oh, war ich hier noch nicht drin? Achso, kann ich das jetzt wieder machen? Öffnet sich das nach einer Welt wieder? Aha. Cool. Man kann das mehrmals versuchen. Das ist ja cool. Ich habe es wieder verkackt. Ja. Noch schlimmer als vorhin. Noch schlimmer als vorhin. Aber schön. Cool, dass man da immer wieder rein kann. Ach, ich könnte sogar jetzt nochmal da rein. Okay. Ach, das war eine andere Welt, oder was? Ich gehe mal in den Shop. Ach, da gibt es auch noch Level. Ich möchte mir das Superset kaufen. Einfach, weil da zwei Fliegehelme drin sind. Was gibt's hier oben noch? Wobbelschwung-Bluffs. Die könnte man eigentlich auch mal machen. Ich möchte aber den Helm haben, weil Wobbelschwung klingt nicht so gesund. Das sieht so freiluftmäßig aus. Ja, genau deswegen. Aha. Schweine. Okay. Ich bin gespannt. Mit dem Helm bin ich ja immer so mutig. Okay, was gibt's hier? Gibt's hier die Münze irgendwo an einer Ecke? Deswegen, ich muss warten. Ja, anscheinend nicht. Schade. Oh Gott. Natürlich. Natürlich. Heppa. Da will ich rein. Hepp. Dreh dich mal nach links. Dankeschön. Was gibt's hier? Perfekt. Oh Gott. Na gut, einen Helm hätte ich dafür jetzt nicht gebraucht, aber ist nett von dem Spiel, dass wir einen gekriegt haben. Ach, noch einer. Schön. Nehme ich mit. Kein Ding. Hui. Epp. 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 Oh. Runter. Vorsichtig. Danke. Irgendwas will mir hier nicht passen. Okay, da ist alles clean. Das wäre aber auch eine fiese Stelle gewesen. Ah, da ist er doch. Okay, dann brauche ich gar nicht weitersuchen. Ist einfach nur ohne Helm unmachbar. Oder wahrscheinlich schon machbar, aber sehr kritisch machbar. Hep. So, perfekt. Das war doch ein schönes, schnelles Level. Das war echt schön. Nicht, weil es leicht war, sondern weil es schön war. Krass, wie viele Level die sich ausgedacht haben. Vor allem, dass die ganze Overworld verändert wurde, hat schon seinen Grund, dass das Ganze 3 Jahre gedauert hat. Okay, jetzt habe ich hier nur den Weg freigemacht. Alles klar. Habe ich sonst noch irgendwo was übersprungen?
Da oben gibt es doch irgendwie ein Geisterhaus-Schiff-Gedönse. Aber anscheinend komme ich da jetzt von der Welt noch nicht hin. Das scheint eine andere Welt zu sein. Das sehe ich hier ständig, wenn ich hier hochgehe. Hier, Moment. Und ich hier unten links stehe zum Beispiel. Da sieht man das. Oder komme ich da noch hin? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auf jeden Fall Fungi-Pit noch machen. Ach ja, da bin ich ja so krepiert. Und ich... Nein, warum gehe ich denn hier rein? Kacke. Muss ich doch meinen Helikopter abgeben. Obwohl, nee, für den ersten noch nicht. Für den zweiten erst. Den ersten noch nicht. Da behalte ich meinen Helm. Das könnte da schön knicken, dass ich da meinen Helm abgebe. So. Das ist doch schon mal schön. Gott. Hält er sich an der Kante fest, was er gar nicht soll. So. So, ich glaube, hier gab es einen neuen kleinen Pilz, ne? Den muss ich jetzt auch nehmen. Weil ich den brauche. So. Okay. Da unten brauche ich ja nicht hin. Das ist ja nur Troll. Oder Münzen. Ich nenne es einfach Troll, weil das kann keinen anderen Grund haben. Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Ui, das war knapp. Okay, da muss ich rein. Haben wir nochmal zwei. Da gab es einen großen Pilz und da bin ich dann wieder befreit von dem Fluch des kleinen Pilzes. Das ist echt ein Fluch. Ich hatte ja schon Hex, da war der Pilz notwendig. Der kleine, oh Gott, das war verdammt knapp. Was mache ich denn? Ich werde schon wieder zu... Oh, hi. Diese Spawn Points... Och nein. Was dreht der sich denn? Der ist doch gerade erst in die andere Richtung gelaufen. Das ist Cooper. Ab Checkpoint brauche ich noch einen kleinen Pilz, ne? Na komm. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob der ab Checkpoint kam. Kam der davor oder danach? Wahrscheinlich danach und ich habe den jetzt verschwendet. Danach. Ach, verdammt. Egal. Wann braucht man den schon mal? Wahrscheinlich brauche ich den 1000 Mal in diesem Hack. Ach nee, war richtig, dass ich den genommen habe. War gut. War perfekt, will man fast sagen. Und fall runter, dankeschön. Bei den Koopas bin ich immer ein bisschen vorsichtig. So. Einmal den großen Pilz, bitte. Perfekt, und nicht sofort wieder verlieren, bitte. Weg damit, so. Hui, und das Leben, das muss natürlich auch nicht entgehen. So. Cooper kann auch froh sein, dass wir ihn da nicht runtergestürzt haben. Gut. Einmal hier rüber. Okay, hier bin ich ja schon nicht weitergekommen vorhin. Da bin ich abgeschmiert. Okay, ich weiß, was die von mir wollen. Ihr seid wahnsinnig. Alter. Soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Achso, okay, hallo. Das war merkwürdig. Tschüss. Oh Gott, was eine gemeine Stelle. Ja, und hier kann man noch schön sterben. Das sind ja immer die schlimmsten Level Ends. So, wo man nochmal schön sterben kann. Hatte ja auch schon nicht... Ich hatte ja noch nicht genug Tode vor dem Ziel. Nach frustrierenden Leveln. Wo man sich dachte, Ziel. Und dann stirbt man vor dem Ziel. Schlimmsten waren die Tode durch Trollblöcke, die einfach random gesetzt wurden. In der Hoffnung, die Leute springen da hoch. Gut, dann kommen wir zu Slanty's Loom Road. Oh Gott, Boomerang-Brüder. Bitte nicht. Oh yeah, bitte doch. Gib mir. Okay, hier sind alle Pilze schräg. Das sei schon mal gesagt. Ich höre Kettenhunde. Kettenhunde sind aber an sich ja kein Ding. Ich weiß gar nicht, kann ich die töten? Das geht, okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Was hast du denn jetzt getötet? Ach, den anderen Kettenhund. Ja, ist ja cool.
Den muss ich sogar benutzen. Finde ich nicht so geil. Warte. Nein. Ich muss den... Aua. Ich muss den triggern, wenn der zu mir guckt. Ist mir egal. Weg. So. Gut. Ich glaube, das war es wert. Oh fuck, der lebt wieder. Das war es nicht wert. So. Ich hoffe, dass es gleich einen neuen Pilz gibt. Fuck, Gumbas. Fuck! Das war gemein. Wow.